Ja, guten Tag, jetzt mit kleiner Verspätung. Ich bin Robert Klausecker, ich bin ein Schüler eines Gymnasiums hier in Berlin. Ich interessiere mich sehr für funktionale Programmierung, deswegen dachte ich mal, ich stelle mal Haskell vor heute. Haskell ist eine funktionale Programmiersprache, etwas anders als einige andere Sprachen. Ich würde einfach mal erklären, was ist das Besondere daran, warum ist das eine interessante Sprache, mit der man sich vielleicht beschäftigen sollte oder mit der man vielleicht auch Programme schreiben sollte. Ich dachte, falls jemand einen Laptop dabei hat, kann er sich das mal runterladen und mal gucken. Das ist alles in den Ubuntu-Paketquellen enthalten. Das da oben ist die Haskell-Plattform ist eine vollständige Umgebung mit einer ganzen Menge Standardbibliotheken und so weiter. Die ist relativ groß und das andere ist ein kleiner Interpreter, der wird allerdings seit 2005 nicht mehr weiterentwickelt. Deswegen, ja, der Bereich. Die Entwicklung von Haskell begann in den 90er Jahren. An den Universitäten hatte man erstmal Miranda entwickelt. Miranda ist eine funktionale Sprache. Funktional insofern, dass man eine Sprache hat, die auf dem Lambda-Kalkül aufbaut. Und man hat sich danach gedacht, naja, wie können wir das weiterentwickeln? Dann hat man ein Komitee gebildet und daraufhin, Haskell ist daraus entstanden. Und Sprache wird immer noch weiterentwickelt. Es ist auch noch nicht abzusehen, dass die Entwicklung jetzt demnächst irgendwann vorbei ist. Was da allerdings hinzukommt, sind Kleinigkeiten. Neue Syntax-Features und so richtig Großes kommt eigentlich nicht mehr dazu. Außer ein paar ganz exotische Sachen, die man aber eigentlich nicht unbedingt braucht. Was ist Haskell? Haskell ist eine funktionale Sprache. Funktional im Gegensatz zu imperativ bei Sprachen wie C schreiben wir, was wir tun. Wir schreiben also, wenn wir irgendwie zum Beispiel so billig sowas für Fakultät berechnen wollen, schreiben wir, okay, wir nehmen unser A, das setzen wir auf 1 und dann multiplizieren wir immer darauf. Bei Haskell sagst du, die eigentliche Frage ist, was ist das, was wir berechnen wollen? Haskell ist an der Stelle eher deklarativ. Du sagst, was möchte ich berechnet haben? Was genau ist das, was ich berechnen möchte? Ich interessiere mich nicht genau, in welcher Reihenfolge ich es berechne und eher weniger dafür, wie ich es berechne, sondern was ist es? Und deswegen dieselbe Definition wäre in Haskell einfach das Produkt aller Zahlen von 1 bis x. Für so eine Definition. Man merkt auch an der Stelle, die Definition unten enthält keine Typen, keine Typbeschreibungen. Haskell hat eine strenge statische Typisierung, das heißt, alle Typen werden zur Compile-Zeit festgestellt. Es ist nicht so wie bei Python, dass es ein Duck-Typing hat oder sowas. Alles kann zur Compile-Zeit festgestellt werden und das ermöglicht relativ hohe Typsicherheit der Programme. Nochmal dazu, wir sind funktional, das heißt, wir haben keine Statements im Sinne von, wir machen erst das, dann das, dann das, sondern wir haben quasi Terme, wie man das aus der Mathematik gewohnt ist. Wir haben also eine lange Beschreibung, wir haben irgendwie eine Gleichung. Alles ist eine lange Gleichung mit Beschreibungen. Und wir sagen auch nicht, wir tun das und danach das und danach das, sondern wir sagen, das ist gleich dem verarbeitet. Input-Output ist ja etwas, was in dieser Sache schlecht geht oder generell alles, was irgendwas verändert. Weil dazu müssen wir diesen Begriff haben, wir machen das und danach das. Und wir tun erst A und danach tun wir B. Dafür gibt es eine spezielle Modellierung. Darauf gehe ich jetzt nicht ein. Wer sich damit beschäftigen will, kann sich das mal anschauen. Ich zeige auch später ein paar Tutorials. Und dann kann man sich das anschauen. Das ist interessant. Haskell hat die Eigenschaft der Bedarfsauswertung. Das heißt, wenn man bei normalen Sprachen irgendwie was hinschreibt wie C ist gleich 1, dann ist das eine Instruktion. Der Compiler wird also Code ausführen, der die Variable C auf 1 setzt. Bei Haskell heißt das, wenn du irgendeine Variable auf etwas setzt, dann ist das eine Definition. Du sagst, diese Variable sollte diesen Wert haben. Wir sagen aber nicht, dass das jetzt geschieht, sondern das ist egal, wann es geschieht. Der Vorteil dessen ist, der Compiler kann Code beliebig umorganisieren, kann die Reihenfolge der Auswertung beliebig verändern, weil es egal ist, in welcher Reihenfolge Dinge ausgeführt werden und ob sie überhaupt ausgeführt werden. Das ist eine sehr effiziente Möglichkeit, Code zu optimieren. Bei imperativen Sprachen hat man häufig das Problem, dass der Compiler zum Beispiel Funktionsaufrufe in andere Bibliotheken nicht wegoptimieren kann, weil der Compiler meistens keine Informationen darüber hat, was mit dieser Funktionsaufruf für Nebenwirkungen hat. Wird er überhaupt benötigt? Das ist an der Stelle bei Haskell ein bisschen einfacher, dadurch ist es möglich, sehr effizienten Code zu erzeugen. Obwohl Haskell so ein bisschen anders aussieht als imperative Sprache und auch nicht so nah an den tatsächlichen Ausführungsmodellen eines heutigen Prozessors dran ist, ist Haskell-Code relativ effizient und kann auch sehr schnell werden. Weißt du auch, welche Größenordnung, wie schnell es ist? Ja, es gibt so ein Benchmark, der heißt Compiler Languages Shootout Game. Das ist also, da gibt es einen Satz von Aufgaben,
Programmierproblemen, Algorithmen, die man implementieren muss in verschiedenen Sprachen. Und Haskell rangiert da, glaube ich, auf Platz 5 zurzeit. So wie Python oder Ruby? Python ist wesentlich langsamer. Haskell ist da an der Stelle ungefähr so schnell wie Java, wenn ich das richtig gesehen habe. Und ein bisschen schneller noch. Ein bisschen. Ja, genau, nochmal dazu. Wir definieren uns ein Foo. Das ist der Cons-Operator. Was der Cons-Operator essentiell macht, ist, du hast rechts eine Liste und Cons tut vorne ein Element an diese Liste ran. Wir haben hier so eine zyklische Definition. A hängt irgendwie ab von B und B hängt ab von A. Das würde in einer Sprache wie C gehen, aber es hätte irgendwie nicht den Effekt, weil wir würden hier A auf irgendwas mit B setzen und anschließend B auf irgendwas mit A. Wir würden also nur eine verlinkte Liste erhalten. Das geht. In Haskell hat das hier den Effekt, wenn ich A auswerten möchte und das berechnen möchte, dann kriege ich eine 0. Der Rest wird gar nicht mehr betrachtet, der wird einfach nicht ausgewertet und nicht ausgeführt. Wenn ich jetzt das zweite Element haben möchte, dann wird B ausgeführt, 1. Der Rest wird nicht mehr ausgeführt. Das ist die Bedarfsauswertung. Das ist vielleicht nicht so ein schönes Beispiel. Gibt es da keinen Zirkelkonflikt oder was Nö, das gibt es bei Haskell nicht. Wir haben Bedarfsauswertung, das heißt, Dinge werden erst ausgewertet, wenn sie benötigt werden. Das heißt, wir können unsere Funktionen variabel in beliebiger Reihenfolge deklarieren, sie können zyklisch voneinander abhängen. Das ist alles völlig egal, weil alles erst dann ausgewertet wird, wenn es benötigt wird. Und wenn wir dann eine zyklische Abhängigkeit haben an der Stelle, dann kann das dazu führen, dass der Code nicht terminiert, weil quasi, also wenn wir jetzt irgendwie zum Beispiel so eine Definition hätten wie A gleich B und B gleich A, dann führt das dazu, du willst A auswerten, A wird ausgewertet, indem B ausgewertet wird. Du musst also B auswerten, das wird ausgewertet, indem A ausgewertet wird. Das würde zu einer Endlosschleife führen, zur Laufzeit. Aber in diesem Fall ist es halt eben so, wenn ich anfange, das auszuwerten, ich kriege eine unendlich lange Liste raus. In der Regel ist es so, wenn man Programme schreibt, man arbeitet sehr viel mit unendlich großen Datenstrukturen, weil durch die Bedarfsauswertung werden nur die Teile der Datenstruktur evaluiert, die man tatsächlich braucht. Das ermöglicht das in vielen Fällen, vor allem wenn man eine mathematische Denkweise gewöhnt ist, sich Konzepte zu definieren, die der Computer eigentlich nicht darstellen kann, aber dadurch, dass nur die Teile der Struktur evaluiert werden, die man tatsächlich braucht, erreicht das an einigen Stellen eine wesentlich natürlichere Darstellung. Das passt auch gut zu dem, dass man quasi schreibt, was ist es und nicht, wie rechne ich es aus, wie sind jetzt die genauen Details, in welcher Reihenfolge muss ich es ausrechnen, welche Teile davon muss ich ausrechnen und so weiter. Darum kümmert sich alles sogar anteilen. Gibt es dazu noch irgendwelche Fragen? Ja? Gibt es auch eine Evaluierungsstrategie, die nicht lazy, also die nicht... Es gibt eine Implementation von Haskell, die heißt Strict Haskell. Da sagen sie, sie versuchen andersrum optimistisch zu evaluieren. Also sie evaluieren alles so früh wie möglich. Aber das Problem ist, dass man Haskell-Programme häufig genau so schreibt, dass man diesen Fakt ausnutzt, dass man Dinge hat, die nicht terminieren würden, wenn du alles evaluierst. Das heißt, diese Implementation macht dann Folgendes. Sie zählt mit, wie tief die Evaluation ist, wie viele Rekursionsschritte man hat und bricht die Evaluation an einer bestimmten Stelle ab. Diese Strategie stellt sich in einigen Fällen als effizienter heraus als die Lazy Evaluation, die Bedarfsauswertung, weil man halt eben bei der Bedarfsauswertung ganz viele Dinge hat, bei denen von vornherein klar ist, das werde ich auswerten, egal was es ist. Und natürlich ist es so, es gibt einen kleinen Overhead dafür, dass man nicht weiß, ob es ausgewertet werden muss oder nicht. Genau gesagt, dass Variablenobjekte in der internen Repräsentation entweder auf eine Variable zeigen oder auf eine Struktur mit einem Funktionszeiger und den Argumenten dazu, die dann ausgeführt werden kann. Und dieser kleine Overhead macht das natürlich ein bisschen langsamer. Der Compiler führt allerdings Optimierungen durch und führt sogenannte Strictness Analysis durch. Der Compiler versucht durch statische Analysemethoden herauszufinden, welche Teile des Programms definitiv evaluiert werden müssen, kann diese Teile schon zur Compilerzeit auswerten. Wir haben keine Nebeneffekte von unseren Programmen. Du kannst globale Variablen machen, aber die kann man nicht verändern. Es gibt keine Veränderung in Haskell. Es gibt keine Variablen, deren Inhalt man verändern kann. Das heißt, der Compiler kann zur Compilerzeit auch schon Dinge auswerten und an der Stelle durch entsprechende Analysemethoden wesentlich komplexe Optimierungen durchführen. Das Typmodell von Haskell ist statisch, genauso von Sprachen wie Java oder C, wobei C hat bei der Typisierung ein paar, C ist noch nicht so streng.
Die Typisierung ist streng, man hat keine automatischen Typkonvertierungen. Ich kann also nicht einen Double auf einen Integer addieren, dann kriege ich einen Typfehler. Man muss alles von Hand casten. Der Vorteil dieser strengen Typisierung ist, man kann eine ganze Menge von Invarianten und Eigenschaften im Typsystem kodieren. Das ermöglicht es zum einen, genauso wie man das von C++ mit Templates gewohnt ist, für Datenstrukturen sehr einfach wiederverwendbaren Code zu schreiben, weil man genauso wie bei Templates den Datentyp abstrahieren kann, der in dieser Struktur drin steht und trotzdem die Typsicherheit behält und dem Schreiber des Programms nicht überlassen wird, dass er sicherstellt, dass man da nicht irgendwelchen Mist treibt. Ein anderer Vorteil dieses Typsystems ist, du hast die Typinferenz. Das heißt, du musst eigentlich keine Typen explizit angeben. Der Compiler kann selber herausfinden, was für einen Typ deine Variablen haben und deine Funktionen, wenn du ein Programm schreibst. Das hatte ich vorhin in diesem Beispiel mit der Fakultätsfunktion schon gehabt. Der Compiler kann automatisch herausfinden, dass es eine Funktion, die Integer auf Integer abbildet, durch die Definition. Das spart relativ viel Schreibarbeit und macht den Code lesbar, wenn man keine Typdefinition angeben muss. Man kann es trotzdem machen, es gibt einige Stellen, an denen es notwendig ist. Zum Beispiel, wenn man Datentypen definiert, dann ist es notwendig, die Typen anzugeben an der Stelle. Aber an vielen Stellen ist es ohne Code kürzer und einfacher. Wofür eignet sich Haskell? Haskell ist vor allem geeignet für Dinge, wo wir wirklich Daten verarbeiten, wo wir Dinge errechnen wollen. Zum Beispiel wieder steht numerische Berechnungen, Datenverarbeitung, Webanwendung und Compilerbau. Also alles, wo man generell Daten verarbeitet. Haskell eignet sich auf der anderen Seite eher weniger für Dinge mit hoher Interaktivität. Hardware-nahe Programmierung ist absolut unmöglich, dadurch, dass du eben nicht diese Konnotation von A geschieht nach B hast und generell keine hardware-nahen Zugriff auf irgendwelche Dinge. Ist es eigentlich nicht gut geeignet. Wenn man zum Beispiel sehr viel Arrays benutzen möchte, dann ist Haskell auch schlecht geeignet. Es gibt Möglichkeiten in Haskell, veränderliche Datenstrukturen zu haben. Das gibt dann bestimmte Konzepte, mit denen man das entsprechend einkapseln kann. Das ist ein bisschen kompliziert. Deswegen für Algorithmen, wo man sehr viel mutable Datenstrukturen braucht, ist Haskell vielleicht nicht so sehr geeignet. Dazu kommt noch, Haskell Code ist, wenn er kompiliert wird, relativ groß. Das heißt, wenn man Platzprobleme hat, ist es vielleicht nicht unbedingt geeignet, wenn man es einem darauf ankommt, dass es auf eine Diskette passt oder so. Vorteile zusammengefasst. Parallelität ist auch eine große Stärke von Haskell. Dadurch, dass man nun keine veränderlichen Variablen hat, ist der Code, den man schreibt, automatisch thread-sicher. Das heißt, man muss keine besonderen Vorkehrungen treffen, dass Code parallel ausgeführt werden kann. Das ist ein Programm, das mir, weil man nicht auf Datenstrukturen schreiben kann, gibt es auch generell kein Problem, dass mehrere Threads gleichzeitig auf irgendwelche Ressourcen zugreifen. Haskell hat in der Standardbibliothek vollständige Implementierung von Thread-Modellen. Haskell hat auch einen Evaluierungsmodus, der automatisch parallel evaluiert, soweit es möglich ist. Das ist so ein bisschen vergleichbar mit OpenMP, das man von C kennt. Allerdings insofern anders, dass man keine zusätzlichen Informationen zum Code hinzufügen muss, sondern dass essentiell so funktioniert, dass man einen Thread-Pool hat, bei dem jeder Thread so lange Dinge evaluiert, wie irgendwie möglich ist, bis nichts mehr übrig ist an der Stelle. Das bringt an der meisten Stelle ohne Anpassung des Codes schon Geschwindigkeitsvorteile, und wenn man seinen Code nochmal überdenkt und Abhängigkeiten reduziert, dann kann das zu sehr hohen Geschwindigkeitsvorteilen und Beschleunigungen führen. Programme in Haskell werden im Quelltext relativ kurz. Meistens komplizierte Konzepte kurz abstrahieren kann. Man hat zum Beispiel in Haskell vielfach keine Schleifen, wie ich das vorhin gezeigt habe in der Fakultät, sondern verarbeitet Listen, die man von einer Funktion in die nächste schiebt, ähnlich wie man das bei Shell-Kommandos macht, dass man Daten ineinander pipet. Das wird dann vom Compiler umgeschrieben in Schleifen am Ende, sodass es effizient ist, und man einen kurzen Code. Also Xmonad, vielleicht kennt das jemand, das ist ein Tiling Window Manager, der ist in 2600 Zeilen Haskell geschrieben und voll konfigurierbar dadurch, dass man einfach selber eine Quelltextdatei hinzufügt zu dem Programm. Ja, Nachteile von Haskell. Es gibt manche Konzepte, wo man einfach anders denken muss. Wenn man gewohnt ist, Dinge imperativ zu betrachten, also ich schreibe hier in meine Variable, ich schreibe da in meine Struktur, dann muss man erstmal umdenken an der Stelle. Es gibt auch einige Konzepte, wo man sich denkt, warum funktioniert das und warum funktioniert das gerade nicht? Weil insbesondere mit der Bedarfsauswertung ist die Grenze zwischen mein Code hängt in einer Endlosschleife fest und mein Code hängt nicht in einer Endlosschleife fest und läuft wie eine 1 sehr gering. Also ich selber habe häufig vor Programmen gesessen, wo ich mich gefragt habe, warum geht das jetzt nicht?
Und dann stellte sich heraus, dass ich an irgendeiner Stelle tatsächlich eine zyklische Abhängigkeit habe und deswegen mein Code an meinen Endschlusszeiten festhält. Also die Bedarfsauswertung führt dazu, dass das Laufzeitverhalten von Programmen sehr schwer nachvollziehbar ist. Man kann darüber nachdenken und eigentlich das analysieren, aber wenn man einfach ein Programm schreibt, kann die Bedarfsauswertung unerwartete Folgen haben. Insbesondere dann, wenn man kann an einigen Stellen mit bestimmten Primitiven sagen, ich möchte die Bedarfsauswertung umgehen und das gleich evaluiert haben. Und wenn man das unvorsichtig benutzt, kann das zum Beispiel dazu führen, dass man tatsächlich doch unendlich große Datenstrukturen vollständig evaluieren möchte oder Dinge tut, die man sich nicht vorstellen kann. Das kann dann dazu führen, dass die Laufzeit explodiert oder ganz anders ist, als man sich das vorstellt. Das gleiche mit dem Speicherverbrauch. Haskell hat, wie oben bereits erwähnt, automatische Speicherverwaltung, die übrigens wesentlich effizienter ist als in vielen anderen Sprachen, dadurch, dass man keine veränderlichen Variablen hat. Die Runtime kann also implementierte Speicherverwaltung durch Market Sweep, was effizienter geschehen kann als in anderen Fällen, weil man die generationelle Speicherverwaltung besser umsetzen kann, dadurch, dass man keine Veränderungen in den Strukturen hat, ja? Du hast eben schon Runtime erwähnt. Ja. Brauche ich dann die Runtime von Haskell-Programmen an? Nein, die Runtime ist statisch gelinkt. Die ist, also statisch gelinkt? Die ist unter 200 Kilobyte groß. Heißt, ich kann es also zwischen... Richtig. Das ist, wie vorhin erwähnt, mit dem großen Programm Haskell linkt standardmäßig alles statisch. Man kann Dinge dynamisch linken, das wird zum Beispiel in den wenigen Ubuntu-Paketen gemacht, die auf Haskell basieren. Da werden die Bibliotheken dynamisch gelinkt, damit es ein Targetierungssystem halt effizient ausnutzen kann. Wenn alles statisch linkt, ist das mit Haskell überhaupt kein Problem. Man kann die Programme zwischen verschiedenen Rechnern eigentlich ohne Probleme rüberschieben. Das ist wesentlich einfacher als bei irgendwelchen seltsamen Dingen wie Delphi oder sowas. Zu dieser Sache mit der Laufzeit kommt häufig auch noch, dass der Compiler da Sachen machen kann. Der Compiler optimiert sehr aggressiv. Er schreibt Code um, er macht sehr viel Inlining und kann aufgrund des Inlinings bestimmte Dinge machen. Es gibt immer wieder irgendwelche Grenzfälle, wo dadurch, je nachdem wie das Inlining passiert, in welcher Reihenfolge und in welcher Reihenfolge Optimierungen passieren, die Effizienz des Codes anders ist. Es gibt Fälle, wo man je nachdem, mit welcher Version des Compilers man das kompiliert, das Programm sehr lange braucht oder sehr schnell funktioniert. Das sind Dinge, die einfach daran liegen, dass die Entwicklung von Haskell noch nicht abgeschlossen ist und man bei den Optimierungen sehr viel ausprobiert. Und weil man auch möchte, dass das Kompilieren in endlicher Zeit abgeschlossen wird, laufen da einige Dinge nicht ganz optimal ab. Das kann sein, dass sich solche Sachen in der Zukunft vereinfachen, wenn die Entwicklung vorangeschritten ist und entsprechende Optimierungen besser werden an der Stelle. Ja. Hier sind ein paar Programme, die mit Haskell geschrieben sind. Pax ist eine Referenzimplementation von Perl 6, die wurde von Audrey Tang geschrieben in Haskell. Die Idee dahinter war, dass man eine Sprache nehmen möchte, mit der es sehr leicht ist, fehlerfreie Programme zu schreiben und man sich nicht über irgendwelche Nullpointer-Dereferenzierungen ärgern muss, sondern einfach formalen Code schreiben kann. Es war an der Stelle nicht ganz so wichtig, dass der Code schnell läuft, sondern vor allem, dass man ein Werkzeug hat für Prototyping. Das geht mit Haskell relativ gut, dadurch, dass man durch die funktionale immutable Struktur wenig Abhängigkeit zwischen einzelnen Code-Teilen hat, kann man diese leicht austauschen, leicht Refactoring durchführen. Darks ist eine Versionsverwaltung, die ist in Haskell geschrieben und wird eigentlich nur von Haskell-Programmen verwendet. Das ist ein Distributed Version Control System, so ähnlich wie Git. Bisschen akademisch angehaucht, die machen da irgendwelche seltsamen Patch-Algebra-Dinge. GHC ist der Glasgow Haskell Compiler, der ist natürlich auch in Haskell geschrieben. Ist ein interessantes Projekt mit vielen seltsamen Optimierungen. Insgesamt, es gibt eine Datenbank von Haskell-Programmen, die heißt Hackage. Haskell selber hat einen eigenen Paketmanager, mit dem Haskell-Programme, die man die in der Regel paketiert, ein eigenes Build-System. Auf dieser Plattform sind 4400 Programme zurzeit verfügbar und Bibliotheken. Es gibt eigentlich für den Anwendungsfall mindestens eine Bibliothek, also man kann da auf ihr Code zurückgreifen. Es gibt zum Beispiel Bibliotheken zum Erstellen von Parsern, es gibt Bibliotheken für Netzwerkanwendungen, es gibt OpenGL-Bindings, SDL-Bindings, es gibt alles Mögliche an der Stelle. Wenn man Haskell sich damit beschäftigen will, das hier ist ein schönes Tutorial, das heißt Learn Your Haskell, das ist schön bunt, relativ einfach. Wenn man sich also mal... Ja, relativ einfach in dem Sinne, das ist ein guter Einstieg. Das Letztere hier, der ist ein bisschen professioneller angehaucht, aber die Erklärungen sind ein bisschen verwirrend zum Teil. Und nicht so gut.